Hallo, da sind wir wieder bei Let's Play Diablo 2 planlos durch die Welt. Bei mir Jawohl. Ist der... Adaification. Scheiße, ich habe die schon angeklickt aus Versehen. Ah, okay. So. Wir haben das Quest jetzt... Also ich habe das Quest bekommen. Ob du es jetzt hast, weiß ich nicht. Das haben wir gleich. Wenn ich jetzt dich einfach bei mir in die Party nehme, müsste ich eigentlich auch dasselbe Quest bekommen haben. Jawohl. Denn wir haben das letzte jetzt abgeschlossen und wir suchen jetzt nach Blutrabe auf dem Friedhof in der Nähe der kalten Ebene. Ja, dann sind es 3 Testvideos, vielleicht sogar 4. Aber was kann ich für euch tun? Wenn ich auf die Uhr gucke, ich gucke gerade wegen der Aufnahme. Mhm. Okay, um 20.23 Uhr haben wir jetzt angefangen. Das heißt, wir haben bis 38 Zeit, Blutrabe in den Arsch zu treten. Auch wenn jetzt mal noch einen zweiten Part draus, da habe ich jetzt keine Schmerzen mit. Ich auch nicht. So, kauf jetzt erstmal den ganzen Käse, den ich hier noch hab. Mach das und ich stelle mal den Wecker da drauf. Weil ich will jetzt noch eine zweite Klaue haben, einfach mal nur zum Spaß. Echt? Du bist ja mutig. Ich bin jetzt ausgerüstet, was denkst du? Also, wann habe ich gesagt? 38, gell? So, das Gut. Schild behalten wir mal noch. Oder? Nö? Ich glaube, das Schild kommt weg. Und dafür kaufe ich mir jetzt lieber noch ein paar Schuhe. Oder... Mach du. Ah, guck mal da, die sind doch gar nicht so verkehrt. Ja gut, ich sehe die ja nicht. Das sehe ich nachher erst bei dir in der Aufnahme. So, wenn ich das schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Das habe ich nämlich... Hihi. Ja. 2 Klauen zum Angreifen. So, wo rennst du denn wieder rum? Da hinten immer noch. Ich bin Richtung Ausgang. Wenn du mir folgen würdest. Ja, das sollte man vielleicht... Die Karte hat jetzt ja gesettet. Ja, genau. Wir haben jetzt eine neue Karte und das bedeutet, es ist wieder alles so, wie es vorher nicht war. Also, wir folgen jetzt einfach nur dem Weg, weil ich möchte die Aufnahme eigentlich nicht so lange jetzt gestalten. Aber die paar Gegner, die hier außen rumlaufen am Weg, können wir ja gerade mitnehmen. Ja, ich muss jetzt gerade mal noch... Nein. So, nehmen wir mal den Tigerschlag noch mit. Hast du noch eine Identifizierungsrolle? Nein. Ich hab die letzte für den zweiten Ring gebraucht. Ah, du hast schon 2 Ringe. Aber zu mir irgendwas sagen, von wegen ich bunkere alles ein. Hey Mann, du bist ein Kerl. Du trägst keine Ringe. Das ist unmännlich. Willst du jetzt was gegen meinen Hodenschmuck sagen? Tja. Willst du das echt riskieren? Och. Dachelschweine, oh Mass. So. Oh. Immer den Weg entlang, dann müssten wir eigentlich automatisch Richtung Blutrabe kommen. Yep. Genau. Oh, die hilft uns. Hat irgendwas gelabert, ich hab's jetzt übersprungen. Ja, ich bin jetzt auch nicht so weit, aber die sagt auch eigentlich nur was in die Richtung von wegen, ja, hier ist es gefährlich und so weiter und so fort. Und da haben wir auch deine Wegpunkte. Ja, genau. Kannst du nehmen und jetzt können wir uns immer hier hinwirpen. Ja, soweit war ich auch schon. Oh! Mann, du machst ja Bock. Oh Mann! Ach, komm schon. So, war's doch gar nicht. Ich hab den Bettengegner schon gelünscht. Wenn du dir jetzt schon in die Hose scheißt, will ich nicht wissen, was du machst, wenn du in die Hölle kommst. Da ist doch noch gar nichts. Oh, ich hab einen Ring. Ich hab einen süßen kleinen Ringi. Jetzt rennen wir erstmal ein Stück weg und... So. Ja, das gefällt mir doch schon besser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche Identifikationsrollen. Irgendwoher, egal wie. Und irgendwo läuft immer noch ein dämlicher kleiner... Oh, da ist noch ein Spezialgegner. Mit Steinhaut sogar. Jetzt dürfte mein Inventar ziemlich voll sein. Und wir haben noch Deckard Kane nicht befreit. Ja, den werden wir noch brauchen. Aber nicht in dieser Testaufnahme. Ganz sicher nicht. So viel Zeit haben wir nicht. Oh, da ist noch ein Schamane. Dann mach du den Schamane, ich mach den Gargantua. So. Der mir hier so gelaufen ist. Da ist noch ein Gargantua. Was machst du denn? Hier
Hier ist überall Party. Lauter kleine Teufel schon unterwegs. Ach so, wenn's weiter nichts ist. Hier lang. Ein Knallelixier, noch ein bisschen Asche, aber die werden wir eh auf Dauer nicht brauchen. Nein. Aber für den Moment ist es eigentlich ganz gut, da kann man sich nämlich mal reparieren. Oje, Schamanis. Schamanis, dann komme ich dir mal zur Hilfe. Ich hab's im Griff. Ich mach mir wegen dem paar Gegnern... Ah, eine Schriftrolle der Identifikation. Hey, ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Oh. Ah, für Assassine. Schaden 4 bis 7. Ach, das klingt doch... Und eine bessere Rüstung, da kann ich die alte da wegschmeißen, das billige Ding. Soll ich dir die mal rausschmeißen? Ja, schmeiß mal her. Ja, hier haben wir jetzt auch die verdorbenen Jägerinnen als Gegner. Aber wie gesagt, das war schon... Da ist, die ist für dich. So, dann identifizieren wir mal meine Schärfe der Stärke. Das ist auch nicht schlecht. Oh, du machst ganz schön Wumms hier mit deinem kleinen Gerät. Dementsprechend muss ich halt auch aufpassen mit der, mit meinem Schaden, den ich kassiere. Hier ist ja Party. Hier ist Party. Und, jo. Und du... Drei Schamanis. Ja. Ja, dann... Und irgendwo muss noch einer... Dann sollten wir uns doch mal die passende Info-Effekte noch dazu nehmen, oder? Was sagst du? Könnte man machen. Oh, da ist noch eine gute Lederrüstung. Hier hab ich eine. Kannst du dir holen. So. Alt kannst du die Gegenstände anzeigen, die auf dem Boden rumgammeln. Oh, yes. Da ist ein Mani. Die sollten wir als erstes ausschalten. Ja. Sonst... Wir schon Platz reden, sollten wir wenigstens nicht so wirken. Als würden wir hier in der Pampa stehen. So, was haben wir hier noch? Ein Beschützer. Ich bin schon wieder in Level Up. Wo bist du wieder? Level Up. Level Up? Ja. Okay, ich noch nicht, aber ich bin kurz davor. So, die Billigsachen habe ich jetzt mal so weit aus dem Inventar geschmissen. Du hast ja nicht, wo du schon nicht genug Mana. Die fühlen sich erfrischt. Das ist natürlich immer schön. Da ist noch ein Banane. Jupp, so schnell geht's. Müssen wir uns beeilen. Ich hab den Schrein der Erfahrung. Der Friedhof, wir sind richtig. Okay, dann... Wessen Werk liegt hier begraben? Ah, du bist schon drinne? Natürlich, keine Zeit zu verlieren hier. Wäre nett, wenn du mir hilfst, die Gegner hier... Jawohl! Oh! Und auf Blutrabe aufpassen. Nach Möglichkeit. Ich hab zwar die Heilaura an, aber. Ja, nach Möglichkeit ohne zu verrecken dabei. Kein Problem, also meine Lebensenergie steht. Und wir sind eigentlich gut in der Zeit. Wir haben noch 7 Minuten. Jawohl! Yes. So. Gut, das würde ich mal sagen, haben wir es geschafft soweit. Ja, und da hängen noch ein paar Jägerinnen am Baum. Das ist natürlich toll. Aber was ich vielleicht noch erwähnen sollte... Da geht's noch rein zur Krypta, aber das... Was ich töte, jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück ins Lager. Hast du noch ein Stadtportal? Ich schau mal geschwind nach. Jawohl! So. Dann auf... Da. Ja, das ist mir klar, dass du nicht noch mehr tragen kannst. Seid du kannst ja schon mal die Quest erfüllen, wenn du willst. Jupp. Willkommen in unserer... Ich kaufe erstmal noch ein paar Identifikationsrollen, nur so just for fun. Für meine Handschuhe. Was hab ich noch da? Ich hab noch einen Ring, den ich auch noch identifizieren könnte. So. Es ist klar, dass wir es mit einem Bösen zu tun haben. Ja. Zu seid mir gegrüßt. Kehren Sie zu Kaya statt zurück. Toll, jetzt haben wir einen Bimbo bei uns. Entschuldigung, das war jetzt politisch nicht mehr korrekt. Was ist los?
Ich habe gesagt, jetzt haben wir ein Bimbo bei uns. Das war, glaube ich, politisch nicht ganz korrekt. Ach, wir haben einen. Du hast eine Jägerin noch dabei. Ja, du auch, oder? Ich. Ja, genau. Ich glaube, bei dem Quest bekommt dann jeder eine Jägerin noch mit dazu. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und damit also, könnten wir jetzt nochmal. Ja. Also an alle, die sich jetzt wegen diesem Ausdruck Bimbo stören sollten, es tut mir leid. Das war jetzt eigentlich keine Absicht, aber es war auch nicht böse gemeint. Ja, lacht. Ja. Den falschen Hals kriegen. Ja, ich weiß. Aber soweit hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht gehabt. Ich habe jetzt nur noch die Quest dann jetzt beendet und... Ja, aber passt schon. Ja. Auf jeden Fall werden die uns jetzt... Sollten wir jetzt noch weiterspielen, werden die uns jetzt auch noch mal etwas weiterhelfen. Also ich bin jetzt weder rechts noch links eingestellt, ich bin eher neutral. Also von daher würde man mir den kleinen Ausdruck wohl verzeihen, hoffe ich zumindest. Ey, hast du was gegen Bimbos? Nö, hab ich nicht. Ja, nee, also hier ist alles nur, alles nicht so gemeint, auch wenn jetzt manchmal, ja... aus Versehen bestimmte Dinge so fallen, wie sie jetzt halt fallen. Ja. Aber man kann es halt nicht immer verhindern. Aber gut. So, dann würde ich sagen, stellen wir uns ans Lagerfeuer. Ja, wärmen uns noch mal ein bisschen gemütlich die Hände. Und dann sehen wir uns, ja, wenn es dann richtig losgeht, mit dem Nobby dann wieder zusammen. Ja. Und alles... Und ich würde sagen, jetzt Countdown wieder. Na gut. Du zählst runter? Ich zähl runter? Mach das. Okay. 3, 2, 1, Schluss!